Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Roll B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Wo bin ich? Da bin ich. Ich habe vergessen, meinen Charakter zu wechseln. Ah, und jetzt ein Fox freigeschaltet. Den muss ich mal ausrüsten. Hallo, gibt doch so nicht, Mann. So, wenn ich mir so die freigeschalteten Charaktere bisher ansehe im Abenteuer muss, dann würde ich sagen, wir sind noch relativ weit vom Ende hier entfernt. Wo sehe ich noch mal die Karte? Ja, guck ich das mal an. Sieht noch ganz schön weitläufig aus. So, ich möchte nicht gegen tiefes Einatmen kämpfen. Ich möchte nicht hier gegen kämpfen. Ja, Traktor Trailer, bist du in Splatoon 2? Wir kämpfen auf dem Level von Splatoon, also. Bereit. Oh Gott. Fox only. Was denn für ein Kampf? Das war schneller. Ich glaube, ich habe noch nie damit getroffen, als er rot geworden ist. Was haben wir hier? Austausch Smash. Da haben wir doch jetzt was. Hier, boom. Ich habe Austausch Smash. Ich weiß nicht, ob sich das. Ob das Stab gestapelt wird, aber er sollte meine Ausdauer ein bisschen erhöhen. 170, perfekt. Boom. Jetzt schieße ich den Anfang von beiden ab. Okay. Ich werde einen Bus auf der Stage. Was? Oh nee, das wird sehr nervig. Und er hat nicht auf. Kannst du mal aufhören, den mal direkt auf mir zu bauen? Boah, ich komme ja gar nicht, den anzugreifen. Dann kannst du mal ein bisschen weiter weg von mir spawnen, ey. Was ist das denn für ein Kack schon wieder? Der spawnt direkt über meinen Kopf, ey. Richten ausweichen, Kollege. Ich will einfach nur mit Fox abknallen. Hier kommen, wo musst du ausrechnen? Kann ich nicht erledigen. So, ich muss dich. Aber hält gar nicht. Luigi hält gar nicht so viel aus. So, boom. Guck ich dann an, tut direkt über mir spawnen. Ja, voll verarschen. Ah. Egal. Ich habe mir mal irgendwie so ein Twilight Princess Let's Play mal so angefangen anzugucken. Vor vielen, vielen Jahren. Er hat immer Midna so richtig ausgesprochen. Midna. Weiß trotzdem nicht, warum sie in den Spiel geht. Wow. Twin Teller, was? Infinite. Habe ich schon aktiviert. Ja, vor jetzt von Goku Rennanimation irgendwie. Zwei Sterne. Soll ich mich so auf zwei Sterne hier konzentrieren? Okay, wie willst du hier durchkommen? Kann ich irgendwie mal hochleveln? Wäre vielleicht nicht so schlecht. 40, kann ich irgendwann auf 40 machen. Stärk Schlag Item, mach Widerstandsfähiger gegen Stürme. Ich habe jetzt extra ein Deck dafür gemacht, also brauche ich das nicht. Feuerböden mit 5%ige Chance auf kritische Treffer. Das ist eine Anspielung an Fire Emblem, wenn die Waffen S-Rang erreichen. Dann machen wir das hier bei meinem Meteor Smash. Wäre ein bisschen stärker. Ja, das werde ich nie schaffen, also. Man kann katapultierresistenter, verstärkt all deine Spezialitäten. Okay, darauf wollte ich, glaube ich, hinballern. Ja. Ich soll vielleicht mal da einleveln, ne? Wäre vielleicht so eine Idee, da könnte man ja mal machen. Könnte man ja mal machen. So, wo bin ich jetzt hier schon gewesen? Wo ist hier noch was? Ich habe keine Ahnung.
Oh, ich habe mich hier schon wieder ausgesperrt. Ja, versuchen wir mal zwei Sterne. Du zum Beispiel. Der Gegner ist auf Smash angefallen. So, ich muss jetzt wieder wechseln. Gucken wir mal. Schaut mit dem Bohrer. Hey, warte mal. Ein Reflektor. Boah. Ja, Smash-Angriffe sind da überhaupt nicht nervig. Was ist das? Kommt ja nicht rein. Ja. Nur raushauen. Aber ich dachte, da wäre ein Item. Es ist ein Item. Was ist das? Gar wohl. Oh, dann wird mir jetzt hier. Sag doch, die ist voll überpowered, ey. Wegen ihre blöden. Oder Butterfly oder so heißt die, glaube ich. Oh. Nicht nur, kenne ich jetzt nur irgendwie aus Death Battle von YouTube. Ja, wie hätte ihr diesen Kampf hier nur gewonnen im letzten Moment, ey? Ich war den noch voll am Führen hier. Ist das? Boom. Boom. Verbrennt deine Haare. Er kämpft mit seinen Haaren, ist er ekelhaft. So. Mein Gott, ey. Was ist das denn? Warum mache ich mir hier so, warum mache ich mir hier so schwierig? Sondern so einfach gehen könnte. So, war ich hier schon? Ja, ne. Erhöht Sprungkraft für Gegner. So, aber klingt jetzt nicht so schwierig, außer da kommt jetzt noch irgendwas. Stärke Angriff für Gegner, erhöht Sprungkraft für Gegner. Boah, kommst du mal. Weil du erhöhte Sprungkraft hast, heißt das nicht, dass du jetzt jede Sekunde in der Luft sein musst. Ja. Was ist das? Das ist ja von diesen einen Spielen, ne? Wo du irgendwie ja so den Arm hier irgendwie wackeln muss. Boom. Nein, nicht ich. Ich glaube, da ist sogar Springman, ne? Muss irgendwie diese Switch Controller hier so wie so Box Handschuhe oder so halten, den Gegner und schlagen. Boom. Lass ich mal meine Dings hier aufladen, wenn es geht. Oh. Oh, nee. Na komm, da ist so was von machbar. Springt nur wie ein Irrer durch die Luft. Ja, wohl zu schaffen sein irgendwie. Das gibt es auch gar nicht, die Wirkung verstärken. Okay, also hat meine Frage vom vorhin irgendwie beantwortet, ne? Boom, boom. Yeah.
Boom. Ist in meine Falle getreten. Ja, du kommst aus dem Spiel, wo geschlagen wird und nicht gegreift, ey. Wir sehen, wie schnell ich geschlagen habe. So, wie schnell ich schlagen kann. Verpiss dich. Und ist natürlich. Ah. Schon. Oh, kann ich schon immer so hochspringen mit dem? Boah, gib mir das Schwert, ey. Also gar nicht, wie man damit umgehen kann. Nein, ist das Schwert weg. Mir ein Stab, du weißt gar nicht, wie man damit umgehen kann. Oh Gott. Boah. Boah, dann gehen wir eben. Boah. Fox ist, glaube ich, nicht so ein guter Charakter gegen den. Irgendwie einen mit Reichweite haben. Also richtig nervtötend ist. Wer bist du? Bedingung, Gegner um zu gewinnen. Sei eine Metallverwandlung für Gegner. Super. Und dann Mario. Hat der Emmerich den hier irgendwie metallisch irgendwie verstärkt oder was? Oh Gott. Okay, ich muss aber nur den Doktor erledigen. Ja, ist gut. Oh. Ich schaffe es denn jedes Mal zur richtigen Zeit hier auszuweichen. Naja, wird nichts. Ich hoffe, jetzt zu nervtöten wir. Also ich versuche wirklich aktiv hier auf Mario loszugehen, ne? Aber guck ich das an. Ich krieg das hier nicht hin, ey. Ich versuche wirklich aktiv auf Mario loszugehen, aber ich krieg den nicht tot. Weil dieser Pizza hier die ganze Zeit darum durch die Gegend schwirrt, ey. Ah. Und hier kommen wir da auch nicht weiter. So, wir haben gesehen, wir haben diesen Bus freigeschaltet. Lass mal da hingehen oder auch nicht, weil ich hier nicht durchkomme. Oh, ist er so was von Rayman? Haben wir den schon mal versucht? Ich glaube nicht, ne? Ich auch gar nicht. Ridi, die hätte ich gerne. Gib mir die, da ist der Bus. Ja, ich muss niesen. Oh. Was ist hier noch? Ach. Ach. Da war es hier. Wo komme ich da hin? Bringe er mich da rein, was auch immer da drin ist. Wäre das nur eine Abkürzung? Ich glaube, da ist ein Kämpfer. Melinda. Und frei den Kämpfer. Kein Problem. Aber denk mal, steuern wir mit Fox. Komme ich nicht so gut klar. Bin zu schnell. Ja, diesmal alleine. Gut. Wenn das. Oh. Fressert. Oh ja. Melinda kämpft nun mit. Ist das nicht schön? Most precious character.
Ja, irgendwie der Charakter, der von allen in der Community immer beschützt werden will, so wie ich das mitbekomme, weil ich so knuddelig ist. So, halt. Da kann ich nicht hin, okay. Da will ich durch. Warte mal, komme ich nicht von hier? Boah. Na, Wissensbaum. Gib mir Wissen, was mir Stärke gibt. So, was wollte ich noch mal hochleveln? Das hier, ne? Ja. Und jetzt das hier holen, dann das hier. Schild heilen je nach Stärke des Angriffs. Ja, ja, so manchmal schaffe ich jetzt ja hier so random das irgendwie auszulösen, aber nicht irgendwie absichtlich. Wo bist du denn hier? Melinda, Isabel. Wie sie im Dings heißt, im Englischen. Ich habe ja jeden Charakter schon mal gespielt, also ich weiß, wie jeder hier funktioniert. 100er Smash, also bin ich so eine Sache, ja. Wo komme ich hier noch mal hin? Da oben. Die Frage ist jetzt nur, wohin? Gegner sind immer so stark. Gegner heilt sich fortlaufend, aber ist nur ein Gegner, ne? So, ich habe ja jetzt Ausdauer-Dingen, ne? Lass mal das versuchen. Da gibt es zwar nichts, was es zu holen gibt, aber was soll's. Ich muss einfach nur fortlaufend Schaden machen. Oh. Oh, sie kann hier so ein Ding im Boden pflanzen, das finde ich richtig gut. Wollte schon sagen, haut er sich jetzt hier raus, das wäre gut. Da muss natürlich wieder irgend so ein nerviger Typ dabei sein, ne? Okay, das sieht jetzt aber nicht so unmöglich aus, wenn ich jetzt ehrlich bin. Natürlich, die Person, die ich natürlich nicht erledigen muss, die ist natürlich wieder die allernervigste von allen. Oh. Man ist bitte weg. Ist mir jetzt gebrochen. Ich war einfach hier unten. Na toll. Na gut, ich baue ein Häuschen für dich hier. Er tötet ihn noch nicht mal, nicht mal annähernd. Oh, ey. Was ist denn alles so schwer, Mann? Es hat ja alles unmöglich, vorbeizukommen. Gegner setzt auf Spott ein. Das dürfte ja wohl nicht so schwierig sein, oder? Ja, auf Spotten einsetzt, ne? So, den muss ich erledigen. Pflanz mal wieder. Sehr gut. Was war das denn jetzt schon wieder? Macht den Mungigen einschlafen durch Schlafböden oder Angriffe. Macht den Mungigen gegen Angriffe, das wäre gut. So, Dreier Sterne sind noch halbwegs schaffbar, wenn ich mal was Richtiges hier erwische. Anscheinend. So, den noch mal versucht, kriegen wir nicht. Jeff, drüben.
Das ist ja der, der Raketen auf einschießen. Ne, das schaffen wir auch nicht. Nein, da wollte ich nicht hin. Boah. So war mal Bomberman. Einfach Trophäe machen ja das Leben schwer. Geil. So war mal. Halt. Kann ich die einsammeln? Anscheinend nicht. Oh, der hat was geworfen. Au. Alter. Ich habe den, ich wollte schon sagen, habe ich den noch gar nichts abgezogen, ey. Boah. Wir hätten ja da hinten eine Bombe gepflanzt, ey. Ja, der stand doch links. Wie kann er denn auf einmal rechts eine Bombe da einpacken? Ich muss den Moment mal erlegen, sonst komme ich da nicht durch, ey. Ich kann auch Sachen hier. Boah. Warten zum Smashball? Ne, das ist ein falscher. Das ist ein falscher. Oh, auf damit. Oh, was? Ey, warte, den krieg ich da so was von. Oh. Ganz einfach ganz viel von denen, Digga. Was ist das? Jetzt auch ein paar Explosionen ja abkriegen. Was wieder ein falscher. Wollte ich gar nicht einsetzen. So, mit ein bisschen Glück kriege ich den auch down, habe ich so ein Gefühl. Nein. Oh. Oh, dann gehen wir eben. Ja, muss ich irgendwie voll die starken Geister und zwar, habe ich so ein Gefühl. Na, guck mal, wie viel noch ist. Eigentlich ist ja nicht so viel, aber trotzdem. Ja, weiterkommen. Ich habe so ein Gefühl, ich komme irgendwie nicht richtig voran. Überall sind irgendwie. Überall komme ich irgendwie nur so schleppend voran. Fels Mario, der hat nur 2 Sterne. Komm. Oh, nee, Metallverwandlung. Weil da ist eine Truhe, komm. Irgendwie 100 Lernjuwelen oder so drin sind, dann wäre perfekt. Ja, das sieht nicht so schwer aus. Ich habe gesagt, halt, Mann. Na gut. Sehr gut. Combo habt ihr gesehen. Ja, super. Oh, guck mal, wie putzig sie ist. Mein Gott. Ich benutze einen Schirm, ich benutze. Oh, komm, Falke Face da rein. Sonst komm, roll auf mich zu.
Verarschen, ey. Warum lebst du eigentlich immer noch? Ja, Metall, ich schmelze Metall mit. Boah, darf jetzt nicht weiter, wenn die hier nur gewinnen, ey. So, komm her. Bau ein hübsches Häuschen für dich. Wo du sterben kannst. Boom. Bau ein hübsches Häuschen und dann jage ich jetzt in der Luft. Okay, Truhe. Wir haben eine Truhe gefunden. Wenigstens etwas Fortschritt. Das ist ja schlimmer als Dark Souls hier. Ich finde Dark Souls nicht so schwer, also. Komm. Gipi. Da ist ein Kämpfer. Wie komme ich an den heran? Diesen Part noch am besten. Ja, genau. Hey, kann ich da hin? So, was so aus? Ich weiß ja nicht genau, wo ich überall hin kann manchmal. Ich kann da, glaube ich, nicht hin. Darum sehe ich einen Teleporter oder irgendwie sowas. Ich bestimmt da hin. 4 Sterne, geh weg. Olli. Purs. Oh nee, das habe ich versucht. Das sah furchtbar gewesen. Nee, da komme ich, glaube ich, auf die andere Seite raus. Ne? Hallo. Ich mal wieder. Was, wo ich vielleicht hin kann? Akari Hayami. Bin aus einem sehr berühmten Spiel. Buff. Ha. Boom. Oh Gott. Oh, aber macht mir dieser Kampf ja schon wieder so schwer, ey. Was sagt denn da? Gurke. Dann auch fernzünden, das Ding, also. Oh. Oh, was? Wo kommen wir vielleicht sehen? So. Ich sage halt zu Fitness. So, halt die Mühe, nur einen lernen, Juwel. Sogar Items kann man sich damit angeln, okay. Cool. Absol. Gene Start mit der Todesinsel. Ja, super. Bringt nicht viel. Versucht er hat wahrscheinlich die ganze Zeit mit mir zu machen, ne? Dann komme ich und sag nö. Ja, gib mir das. Dieses Geräusch. Gericht. Ich hab meinen Spaß daran. Na, wir haben einen Stab. Was machst du jetzt? Boah. Wie manchmal zu blöd sind, hier wieder rauf zu kommen. Jetzt zwingst mir schon wieder ein paar Pötte kaputt zu machen. Ey. Setzt deine Sense überhaupt nicht ein. Ey. Ich bin noch gar nicht damit ausholen gesehen. Ey. Einfach nicht so, endlich haben wir mal über am Weg, wo es ein bisschen weiter geht. Ey. So, auch mal was, ne? Warum sieht es wichtig aus? Kondor, Gott, was wollte ich machen? Ich wollte erst mal gucken, hier einkaufen, ob da wieder was ist. Ein paar GP bekommen aus dieser Schatztruhe, lernen wir ja damit.
Ja, nur wir mal 5. Ich dachte, ich würde mal nur einen lang kaufen. Ja, Aubergine. Cool. Ich dachte mal jedes Mal, wenn ich irgendwie so ein Lernjuwel kaufen würde, dass ich nur einkaufen würde. Ja. Ex-Parasit. Level 99. Dingens verfügbar. Evolution. Revolution. So, komm. Oh, nee. Oh, doch, hier. Eigentlich je nach Stärke des Angriffs, ja. Der gelingt mir ja so oft, also nehmen wir den natürlich. Boom. So, dann brauche ich noch, Gott, 170. Na, das kann ja was. So, gucken wir nochmal im normalen Shop nach und dann kann man ein paar beenden. Nichts mehr freischalten danach. Wer bist du ein sexy Man? Ash. New Style Boutique. Crazy Enten sind sein eigenes Thema. Keine Ahnung, ich kämpfe immer nur gegen beide gleichzeitig, also. Fuego. Ja, schon wieder eine Musik. So, ich darf nicht zu viel Geld ausgeben, sonst habe ich nichts mehr für klassisch hier. Mich wieder zu beleben, sag ich mal. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. In der nächsten Folge machen wir wieder klassisch Modus. Und ich würde sagen, mit Snake versuchen wir den letzten Meilenstein hier zu holen. Bei dem vorletzten. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Bitte lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar und all sowas. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Schitzikowski und so.